Memory Lab – neue Formen der Erinnerungsarbeit. Episode 2 – Erinnerungsorte. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. So weit, so unkompliziert. Danke, Peter Fox, fürs auf den Punkt bringen. Ein Haus, ein See. Nur Peters 20 Kinder fehlen. Selbst mit orangebraunen Blättern auf dem Weg ein graues Haus. Zu grau gegenüber der Blätter auf dem Weg. Das Haus hätte nicht grau sein müssen, ist es aber und wird es bleiben. Graustes Grau. Zu grau, als dass die orangebraunen Blätter orangefarben sind. Zu grau, als dass 20 Kinder spielen. Virtuell steht ihr in diesem Moment vor der Eingangstür des Konzentrationslagers in Ravensbrück. Hier starben vor ungefähr 80 Jahren Zehntausende Menschen. Die einen wurden ermordet, die anderen starben an Hunger oder Krankheiten und an anderen wurden medizinische Experimente durchgeführt. Das alles passierte hier im damals preußischen Dorf in Ravensbrück, direkt am schönen Schwedsee. Lasst uns reingehen. Hier am See kann man abends den Sonnenuntergang beobachten. Genießen kann man ihn jedoch nicht, denn die schlimme Vergangenheit hinterlässt eine bedrückende Stimmung, die bis heute spürbar in der Luft liegt. Man hört nichts hier, nur die Grillen sind laut. Ich denke, was ist hier Schreckliches geschehen? Es sieht freundlich aus, wie die Sonne herabschaut. Ich versuche doch nur, die Idylle zu verstehen. Es passt nicht zusammen, die Wut ist entfacht. Schreckliches passierte, wieso ist es friedlich? Das Haus wirkt so fröhlich, es lebt, es lacht. Die Grillen sind zu laut, das Denken ist unmöglich. Hey, ich bin Anna und ich habe den Rap, den ihr eben gehört habt, geschrieben. Das habe ich getan bei einem Rap-Workshop, den wir im Rahmen des Seminars bei Lena Störfaktor gemacht haben. In dem Workshop haben wir einen virtuellen Rundgang der Gedenkstätte Ravensbrück gemacht, in dem wir ein YouTube-Video angeschaut haben. Das Video ist von Mai 2020 von Hotena TV, die 17 Minuten lang Aufnahmen des Geländes der Gedenkstätte zeigen, nicht von der Gedenkstätte Ravensbrück selbst. In diesem Video war ein Gebäude zu sehen, was das ehemalige Aufseherinnenhaus der Gedenkstätte Ravensbrück war. Und auf das beziehe ich mich in dem Rap. Besonders auffällig bei diesem Video war für mich, dass die Grillen und die Windgeräusche extrem laut wirkten und das überhaupt nicht zu der Atmosphäre, die der Ort haben sollte, für mich gepasst hat. Deshalb fange ich an mit »Man hört nichts hier, nur die Grillen sind laut«. Was ist das hier überhaupt, was ihr hört? Das ist unser Podcast zum Thema Erinnerungsorte, den wir im Rahmen des Seminars Memory Lab, neue Formen der Erinnerungsarbeit für die Leuphana Universität erstellen. Wir haben uns in diesem Seminar mit der Gedenkstätte Ravensbrück beschäftigt. Ja, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir vor Ort die Gedenkstätte besuchen und das Projekt Sound in the Silence, Silence is no longer here because of us, mitmachen. Aber aufgrund der gegebenen Situation war lediglich ein virtuelles Kennenlernen der Gedenkstätte mit Hilfe von Videos, eben dem virtuellen Rundgang, möglich. Und wir konnten nie wirklich vor Ort sein oder die Atmosphäre dort einfangen. Ob das einen Unterschied macht oder welchen genau das macht, das wollen wir jetzt zusammen diskutieren. Wer wir überhaupt sind? Wir sind Silja, die habt ihr anfangs mit ihrem Poetry Slam gehört. Joelle, der hat eben eine kurze Einführung zum ehemaligen Frauen-KZ Ravensbrück gegeben. Dann mich natürlich, ihr habt eben mein Rap gehört. Und Torben, der jetzt gleich starten wird, indem er seine Eindrücke der virtuellen Führung von Ravensbrück erzählt.
Ja, ich habe noch kein Konzentrationslager physisch besucht und habe mich halt auch sehr auf die Erfahrungen mit dem visuellen Rundgang gefreut und war auch sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und ich hatte mir im Vorfeld ein paar Stichwörter wie Trauer, Wut, Hass, aber auch Mitgefühl aufgeschrieben, von denen ich mir so ein bisschen erwartet habe, dass ich diese Emotionen bei dem Rundgang erleben werde. Aber das war leider nicht der Fall, muss ich ganz klar so sagen. Ich habe sogar kurzfristig sogar gedacht, als ich die alten Mauern und die zugewucherten Bahnschienen gesehen habe, dass sich hier bestimmt gute Fotos machen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, wir sind hier gerade bei einem Rundgang von einem Konzentrationslager. Und ich glaube einfach, dass ich, wenn ich vor Ort gewesen wäre, im Traum nicht an irgendwelche Fotos oder so gedacht habe. Und gleichzeitig musste ich an Aisha Ben Mansur denken. Aisha hat mit uns den Poetry Slam Workshop gemacht, die dazu, finde ich, ein sehr gutes Zitat hat. Der Ort ist schwer und das ist nicht änderbar. Und das sollte auch nicht änderbar sein. Ich finde, dieser Ort muss eine Schwere haben. Der hat diese Bedeutung, der hat diese Geschichte und der hat auch Wirkung. So, und die kann man und darf man und soll man nicht ändern. Und diese besondere Schwere, die Aisha quasi anspricht, die den Ort so einmalig macht, ist bei mir überhaupt nicht rübergekommen. Da kann ich dir recht geben, weil als ich diesen virtuellen Rundgang gemacht habe, ging es mir tatsächlich sehr ähnlich. Also ich habe teilweise vergessen, was genau ich mir eigentlich anschaue, während da zum Beispiel der See gezeigt wurde. Und dann gab es da diesen einen Wachturm, der hat mich dann ein bisschen an so einen Hochsitz von Jägern erinnert im Wald. Und dann ist mir erst irgendwie wieder eingefallen, dass ich ja nicht irgendein Landschaftsvideo gerade gucke, sondern eigentlich einen virtuellen Rundgang durch ein ehemaliges KZ mache. Und diese Atmosphäre des Ortes, die man, wenn man vor Ort ist, empfindet, kam gar nicht rüber in dem Rundgang, fand ich. Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich und als ich diesen Poetry Slam verfasst habe bei dem Workshop, den Aisha geleitet hat, ist mir das auch sehr schwer gefallen, da irgendwie eine Atmosphäre rüberzubringen, was ja mein Ziel war, da Gefühle auszudrücken und Eindrücke, die ich gesammelt habe, aber diese Ansammlung an Eindrücken war halt so ein bisschen der Knackpunkt. Was mir da sehr geholfen hat, war zum einen, dass Aisha erzählt hat, was sie empfunden hat, als sie vor Ort war. Und zum anderen habe ich das mit Erfahrungen abgeglichen, die ich selber schon mal gemacht habe, als ich andere Gedenkstätten besucht habe. Aber in Ravensbrück war ich selber halt nicht. Und entsprechend war es nicht einfach. Und ich habe mich dann auf Aisha so ein bisschen gestützt und auf ihre Erzählungen. Also ich war auch noch nicht in Ravensbrück. Dafür habe ich dann mit der Schule das KZ in Bergen-Belsen besichtigt. Und ich kann mich noch genau erinnern, also diese Erfahrung, die hat mich so geprägt, auch noch bis heute, dass ich genau weiß, was ich an diesem Ort gefühlt habe. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich das auch relativ gut auf den digitalen Rundgang dann übertragen konnte. Also ich für meinen Teil muss jetzt nicht unbedingt das KZ Ravensbrück nochmal besichtigen, so um die Stimmung einfach nochmal wahrzunehmen. Da muss ich dir widersprechen. Also, obwohl ich selber auch Mahnmale in der Schule besichtigt habe, also zum Beispiel waren wir mit der Klasse in dem KZ in Dachau gewesen, in der Nähe von München. Und ich war auch einmal in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gewesen. Aber die Stimmung, die ich dort vor Ort erfahren habe, die habe ich durch diesen virtuellen Rundgang überhaupt nicht mitbekommen. Und das war für mich auch schwierig, das zu übertragen. Weil in Dachau zum Beispiel vor Ort, obwohl die Sonne dort geschienen hat, obwohl das Wetter schön war und eigentlich so die Atmosphäre theoretisch hätte schön sein können, hat man nicht vergessen, wo man war. Und man wusste die ganze Zeit, dass an dem Ort, genau wo man sich selber jetzt befindet, etliche Leute total gelitten haben oder vielleicht sogar gestorben sind. Und das ist bei dem Video überhaupt nicht so gewesen. Da hat man, wie gesagt, ich habe vergessen, was ich anschaue. Und das ist mir vor Ort zu keiner Sekunde passiert, dass ich vergessen habe, wo ich mich gerade befinde. Ja, und genau das ist es halt, was ich auch irgendwie vermisst habe, diese prägenden Erfahrungen, Joelle und Anna, wovon ihr gesprochen habt. Und ich finde es auch irgendwie ganz interessant, dass ihr beide mit der Schule da wart. Und ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass meine Schule oder mein damaliger Geschichtslehrer oder wo auch immer man diesen Rundgang, in welcher Klasse man das macht,
sich nicht dafür eingesetzt hat, mit uns da mal irgendwie hinzufahren, weil genau diese prägenden Erfahrungen, von denen ihr gesprochen habt, die habe ich mir halt erhofft, dass ich die erfahre, und das konnte halt der visuelle Rundgang mir nicht bieten. Also, ich glaube, ich spreche auch für Joel, wenn ich sage, dass wir echt dankbar sind, dass die Schule es uns ermöglicht hat, eine KZ-Gedenkstätte zu besichtigen und dass wir uns so früh schon mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben und diesen Unterschied erfahren konnten, das wirklich einmal vor Ort zu erleben. Ja, da stimme ich dir zu. Und ich denke auch, dass es einfach viel mehr wert ist, so ein KZ mal zu besuchen, irgendwie mit dem Geschichtskurs, als dann eine einmalige Geschichtsstunde, die sowieso nicht in deinem Gedächtnis bleibt. Ja, so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich war auch mit meiner Schule damals in Buchenwald, haben wir eine Exkursion hingemacht. Und was mir nachträglich auch aufgefallen ist, ist, dass ich zum Beispiel diesen Spruch "jedem das Seine", den ich vorher durchaus so in meinem Sprachgebrauch hatte, ja, an sich war es halt nur ein Spruch für mich. Und dann war ich eben vor Ort und habe gesehen, dass der da über dem Tor prangte und war dann ja so geprägt davon, dass ich mein eigenes Verhalten so dahingehend angepasst habe und dass ich halt auch einfach nicht mehr sowas sagen wollte, weil ich das dann anders verknüpft habe. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, Seja. Und du hast meine Erinnerung quasi geweckt an einen meiner Ausbildungstage. Kann ich euch kurz die Geschichte erzählen? Ich bin morgens nicht allzu gut gelaunt zur Arbeit gekommen und mein Chef hat mir dann direkt eine Aufgabe gegeben und hat mich dann quasi mit den Wörtern losgeschickt: "Ja, Torben, Arbeit macht frei." Und ich bin mir sicher, dass er es absolut nicht böswillig gemeint hat, aber jetzt, wo ich quasi deine Geschichte gerade gehört habe, Seja, wie dich der Spruch "jedem das Seine" so nachhaltig geprägt hat, glaube ich einfach, wenn mein damaliger Chef auch ein Konzentrationslager besucht hätte, wäre, glaube ich, diese ganze Kommunikation anders verlaufen. Oder vielleicht hättest du auch anders auf deinen Chef reagiert und ihn auf die Bedeutung des Satzes aufmerksam gemacht. Wärst du mit der Schule schon mal vor Ort gewesen? Ja, stimmt, Joel, da hast du natürlich recht. Und das ist, was ich halt vermisst habe, dass der visuelle Rundgang von Ravensbrück mich nicht nachhaltig geprägt hat. Und ich glaube, es lag einfach zum Teil daran, dass die Bilder für mich nur Bilder ohne Schwere, ohne Symbolkraft waren. Das habe ich genauso empfunden. Die Idylle kommt in den virtuellen Rundgang viel stärker raus. Dieser friedliche See ist viel präsenter. Die Sonne, der Wind in den Blättern ist laut. Man hört die Grillen zirpen im Hintergrund. Und man vergisst so leicht, weshalb man eigentlich diesen Ort sieht und was dieser Ort für eine schreckliche Geschichte hat. Ja, ich finde, zu dem Phänomen Ravensbrück, also der Ort Ravensbrück ohne seine Historie, dazu hat Matthias Heil, der Leiter des pädagogischen Dienstes der Gedenkstätte Ravensbrück, einen sehr spannenden Gedankengang zu formuliert. Und dann habe ich zum Ende gesagt, weil wir am wunderbaren Schwedsee standen. Und wenn man den so ohne Gedenkstätte sich denkt, dann sieht das aus wie in Skandinavien. Und dann lädt das eigentlich dazu ein, sich vorzustellen, man macht da so eine kleine Astrid Lindgren-Welt draus. Und dann sagt ihr auch, na, so schön wie es hier aussieht, dann könnte man hier eine Astrid Lindgren-Welt machen. Und ich wäre Mitarbeiter einer Astrid Lindgren-Welt. Wäre ich viel lieber. Aber dummerweise hat es das gegeben. Und deshalb braucht es die Gedenkstätte hier. Ich finde, Matthias hat das damit nochmal gut auf den Punkt gebracht, dass Ravensbrück halt so viel mehr ist als diese Kulisse, die wir jetzt nur über das Video haben erfahren können. Und er gibt ja auch Führungen in der Gedenkstätte, wenn Normalbetrieb ist. Und die Atmosphäre, die er beschrieben hat, ist halt etwas, was wir nicht haben erfahren können. Ja, da gebe ich euch auch auf jeden Fall recht, aber ihr müsst halt auch berücksichtigen, dass dieser virtuelle Rundgang halt auch eher als Notlösung gedacht war, als Antwort darauf, dass man durch Corona halt auch solche Gedenkstätten nicht mehr besuchen konnte. Und für die Zukunft könnte man ja vielleicht irgendwie einen virtuellen Rundgang auch noch besser gestalten, damit Leute, die nicht in der Lage sind, solche Orte zu besuchen, eine Möglichkeit haben, sich mehr mit diesen Orten auseinanderzusetzen. Ja, vielleicht könnte man dafür ja auch beispielsweise einen Audioguide über die Führung legen, weil einfach auch Informationen fehlen, um sich noch mehr in die Situation hineinzuversetzen, in Ravensbrück dann auch richtig vor Ort zu sein. Und die Kameraführung sollte auch strukturierter sein, damit man sich dann auch mehr vorstellen kann, wie der Ort strukturell aufgebaut ist. Ich denke auch, dass da auf jeden Fall noch eine ganze Menge Potenzial drin ist,
Nichtsdestotrotz war es super spannend zu erfahren, dass es prinzipiell überhaupt möglich ist, eine Gedenkstätte auch digital erfahren zu können. Und ich habe auf jeden Fall, auch wenn ich dieses Vor-Ort-Erlebnis nicht sammeln konnte, eine ganze Menge lernen können. Ja, das sind auf jeden Fall nachvollziehbare Verbesserungspunkte, die wahrscheinlich auch Sinn machen, um den Rundgang ein bisschen attraktiver zu gestalten oder interessanter zu gestalten. Aber jeder von euch hat halt schon mal physisch ein Konzentrationslager besucht. Und ihr habt alle von diesen prägenden Erfahrungen gesprochen, die ihr durch euren Besuch gewonnen habt. Und genau diese Erfahrungen, die will ich halt auch erleben. Und ich glaube, das kann man halt auch wirklich nur, wenn man einmal vor Ort gewesen ist. Dass der visuelle Rundgang eine Ergänzung vielleicht sein kann in dieser besonderen Zeit, in der wir jetzt leben, das glaube ich schon. Joel, davon hast du ja gesprochen, dass du jetzt Ravensbrück erlebt hast. Du weißt, wie es da ungefähr aussieht, aber jetzt nicht unbedingt aktiv nochmal physisch vor Ort sein musst. Aber ich glaube, dass ein visueller Rundgang halt nicht das auffangen kann, was ein physischer Rundgang emotional in einem auslösen kann. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, demnächst vielleicht mal ein Konzentrationslager zu besuchen, weil ich genau diese Gefühle und Emotionen, von denen ihr gesprochen habt, einfach mal selber erfahren möchte. Und dazu fällt mir auch der Spruch ein: Lieber einmal selbst erlebt, als tausendmal gehört. Und dazu passt auch die Tatsache, dass einige von euch bestimmt schon mal über Stolpersteine in eurer Stadt gestolpert sind. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr am 9. November in Erinnerung an die Reichspogromnacht einen Stolperstein mit einer Kerze leuchten lassen. Und es hat mich gefühlsmäßig so sehr aufgewühlt, weil es in meinen Augen einfach etwas anderes ist, nicht nur über diese Steine zu stolpern, sie einmal zu sehen und dann wieder weiterzugehen, sondern sich auch damit aktiv auseinanderzusetzen. Und so war es im Video bei einer Mauer, da standen Kerzen. Und ich hätte, glaube ich, einfach die Möglichkeit gerne gehabt, auch eine Kerze anzuzünden und dahin zu stellen an diese Mauer, um den Ort in Erinnerung an diese Frauen aufleuchten zu lassen. Und der virtuelle Rundgang, der endet ja mit diesem wunderschönen Blick auf diesen wunderschönen See. Und auch dazu hat Aisha Ben Mansur, finde ich, die passenden Worte gefunden. Dieser Ort ist so gespalten für mich. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht erklären. Ich verstehe bis heute nicht, wie so ein schöner See dort sein kann. Mit so einer schönen Aussicht. Und ich gucke zurück und dann ist da einfach dieser Vernichtungsofen. Diese Möglichkeit zu haben, sich abschließend noch einmal zu dem Schrecken hinter sich umzudrehen und die Schwere des Ortes nochmal richtig zu spüren, zu begreifen, das konnte ich leider nicht. Das war unser Podcast zum Thema Erinnerungsorte. Bleibt auf jeden Fall dran. Als nächstes geht es um ZeitzeugInnen.